Nachdem wir unser wunderschönes Fachwerkhaus Baujahr 1651 von seinem schrecklichen 70er-Jahre-Vorbau befreit hatten, musste nun natürlich eine neue Treppe her. Den Abbruch haben wir vor einiger Zeit bereits gefilmt. Die Hauswand haben wir nach dem Abbruch bereits renoviert, eine neue Haustür eingesetzt und die Fachwerkwand wiederhergestellt. In der Zwischenzeit diente eine Konstruktion aus OSB-Platten und Paletten als Behelfstreppe. Heute entfernt der Bagger die letzten Bauschuttreste und legt das alte Fundament frei. Und da kommen sie schon, die schönen neuen Stufen. Wir haben sie nach Plan von einem Steinmetz aus der Region anfertigen lassen. Maßgefertigt und ganz nach unseren Wünschen. Leider gibt es kein Foto, wie die Treppe früher einmal ausgesehen hat. Aber wir denken es uns mal so ähnlich. Vor dieses wunderbare barocke Fachwerkhaus gehört einfach eine Sandsteintreppe. Aber zunächst müssen wir den Unterbau setzen, für den wir Ziegelsteine in Mörtel verlegen. Diese bilden nur die Tragkonstruktion der späteren Treppe und werden später nicht mehr sichtbar sein. Zum Glück haben wir dieses Mal einen großen Zwangsmischer für den Mörtel ausgeliehen, was die Arbeit deutlich einfacher macht. Während wir Menschen in der Sommerhitze schuften, machen die Hündchen Pause. Es ist gut, dass wir so viele helfende Hände haben, denn neben dem Anrühren, dem Tauchen, dem Versetzen müssen ja auch immer wieder ein paar Steine geschnitten werden. In die Mauer haben wir die Mauerverbinder aus Edelstahl direkt eingemauert. Auch hierfür müssen passgenau Nuten geschnitten werden. So sieht nun also die fertige Unterkonstruktion aus, die nun ein paar Tage abbinden darf. Ein paar Tage später werden dann die Stufen gesetzt. Langsam!
Dabei richten wir jede Stufe ganz genau aus, wobei die erste Stufe wieder am wichtigsten ist. Schließlich gibt sie die Höhe und alles weitere vor. Erschwerend kommt hinzu, dass das Mauerwerk der Mühle, die Rückseite also, krumm und schepp ist. Doch nicht deshalb stehen die Stufen so viel über, sondern weil wir die Unterkonstruktion noch mit Klinkern verkleiden wollen. Der schwierigste Part ist das Setzen des riesigen Podestes, was mit seinen ca. 1,2 Tonnen das größte und schwerste Teil der Treppe ist. Dieses Podest ist 1,70 Meter tief, 1,80 Meter breit und 16 cm hoch. Jetzt Zeit ist es.